Super Mario Bros., ursprünglich veröffentlicht 1985 von Nintendo, eines der ersten NES-Spiele und eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Let's go! Wenn ich jetzt nicht den ersten Sprung hier versemmelt hätte, der erste Goomba hätte mich fast geklatscht. Großartig! Ich weiß überhaupt nicht, wie oft ich dieses Spiel schon durchgespielt habe. Man könnte sagen, ich sei ein wahrer Profi, was man daran erkennen konnte, dass ich mich in der falschen Röhre geduckt habe, um reinzukriechen. Woo! Easy! Wenn ich ein Let's Play draus machen würde, dann könnte ich das in einer Folge abgrasen. Bestimmt. Problemlos. Man ist ja faul. Nehme ich jetzt eigentlich die Abkürzung oder lasse ich es sein? Ah, für das ultimative Spielerlebnis nehme ich nicht die Abkürzung. Aber ich könnte. Großartig. Ich wollte ja eigentlich hoch. Es hat ja geklappt, aber irgendwie. Ja, dreh dich um. Dicker Mann. Ah! Oh Gott! Ah! Feuer! Fuck, da ist ein unsichtbarer Block, na, das wusste ich nicht. Das hätte mich jetzt auch killen können bei all dem Feuer, das hier der dicke Fette. Oh, nein! Ah, ich habe jetzt meine Feuerblumen verloren! So ein Scheiß! Stirb! Na toll! Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Weiß ich doch! Oh, es ist eine Wasserwelt. Klar, wusste ich doch. Ich kenne mich doch aus. Ich habe das Spiel schon häufig gespielt. Ich muss ja jetzt nicht laut sagen, dass ich ständig die Warp Zone nehme. Ich hasse Unterwasserwelten. In jedem Spiel. Ich glaube, es gibt kein Spiel, wo ich Unterwasserwelten toll finde. Vergiss es, Bowser. Diesmal nicht. Diesmal bin ich vorbereitet. Haha. Thank you, Mario. But the princess is in another castle. Ja, weiß ich doch. Ah, nein, nein, nein. Ja, toll. Ja, Scheiße. Nein, nein, dann gib mir wenigstens den Stern. Wow, let's go. Niemand kann mich stoppen. Ich bin unstoppbar. Oh, ein Pilz. Nein! Das war's mit dem Pilz. Verpiss dich! Verpiss dich! Uah, oh Gott. Puh. Das war mal Reaktion von mir. Juhu, her damit. Magic Mushrooms. Ja. Bin überhaupt nicht panisch in diesen Bowser Castles. Überhaupt gar nicht. Ach, scheiße. Okay. Ich brauche keinen Pilz. Ich brauche keine Feuerblume. Ich muss nur. Ich hätte jetzt unterherrennen können. Ich muss nur. Ich springe jetzt drüber. Super, großartig. Thank you, Mario. But our princess is in another castle. You don't say. Ich frage mich allen Ernstes. Die ersten Spieler, die dieses Spiel jemals gespielt haben und noch nicht wussten, wie viele Welten es gibt, fühlten die sich eigentlich nach einer Weile verarscht von dem Pilz? Ist eigentlich ein Pilz drin? Also ein Powerpilz? Ah, Lucky, du Drecksack! Lass mal gucken hier. Nehme ich. Ja. Großartig. Komm her. Du Schwein. Oh, Pilz, 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 Pilz. Oh shit, oh shit, oh shit. Panik. Musikalische Gesangseinlagen? Immer. Die gibt's kostenlos von mir. Ja, 4-2, also die Welt 4-2 kenne ich. Denn hier warpe ich mich immer hin. Denn hier gibt es die Möglichkeit, direkt in die achte Welt zu hüpfen. Ups. Uiuiui. Aber das wollen wir ja nicht. Wir spielen das Spiel jetzt ohne Warp Zone. Warum? Für das ultimative Erlebnis. Normalerweise gibt es hier an dieser Stelle eine Ranke, die mich nach oben führt in eine andere Welt. Und dort gibt es die Warp Zone zur Welt 8. Scheiße. Oh. Oh, scheiße.
Hoppla. Nee, ehrlich jetzt. Ich wusste jetzt nicht, das ist egal. Dann halt direkt zu Welt 5. Ich wollte auch irgendwann wieder runter. Ich wusste nur nicht, wann. Ja, ich brauche so ein extra Leben einfach nochmal. Ich habe schon zu viele verloren. War es nur 2000 Punkte? Puh. Ich fange an zu schwächeln. Oh, shit! Mario, was war das denn jetzt für ein Mini-Jump? Das hätte auch bitter ins Auge gehen können. Ist dir das bewusst? Was ist mit dir jetzt, Hammerbruder? Kommst du runter? Nee, ne? Willkommen zur wahrscheinlich unfairsten, zum unfairsten Gegner im ganzen Spiel, der Hammerbruder. Bin ich ein großer Fan von. Das sah jetzt simpel aus und ich bin froh, dass ich es jetzt zweimal geschafft habe, ohne getroffen zu werden. Oh Gott! Not today! Schneller, schneller, schneller. Was wird das denn jetzt? Ich habe soeben meinen Nemesis gefunden, glaube ich. Ich glaube, ich werde noch häufiger dieses Geräusch von mir geben. Ja! Noch Wünsche? Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Ja. In welchem denn? Oh, ich habe Pause gedrückt, das wollte ich nicht. Ich raste nur gerade aus auf meinem Controller. Hier, ich nehme. Nein, mein Pilz! Ich spring da mal nicht hinterher. Ja, Pilz. Ich liebe Pilze. Oh, jetzt, wo ich diese Welt sehe, Welt 6. Die spiele ich nicht besonders oft. Die kam mir ja richtig unbekannt vor. Teabag! Ich wollte eigentlich wissen, ob ich in die Röhre rein kann. Kann ich nicht, okay. Jetzt habe ich die Röhre geteabagt. Ich bin echt stolz auf mich. Ja, nein, vielleicht. Nein! Mario! Das Spiel regt mich auf. Ich weiß nicht, wie häufig ich das Spiel schon durchgespielt habe, aber es ist immer wieder Nervenkitzel. Immer wieder Nervenkitzel. Und ich bin verdammt kitzelig. Moment, halt, wir gehen hier hoch, wir gehen nach unten, wir gehen wieder hoch. Moment, wir machen noch eine Runde. Ich will eigentlich den Pilz da drin haben. So, komm, wir gehen erst runter. Ja, ich spring doch noch nicht gegen den Block. Ich spring noch mal daneben. Okay, jetzt aber, jetzt springen wir gegen den Block. Nein! Oh. For fucking real. Was mache ich jetzt bei dem? Ja, der schmeißt jetzt mit Hammer an. Ist ja der Hammer. Okay, und Feuer ist ja auch noch. Wann kommt das Feuer hoch? Jetzt? Okay, wann springst du? Nee, ach scheiße. Spring! Nein, Moment, warte, spring nicht. Ja, scheiße, der hat mich doch überhaupt nicht berührt. Ich schwöre, der hat mich nicht berührt. Der hat mich nicht ein bisschen berührt. Ja, so einfach kann's gehen. Wow, da ist der Pilz wieder weg. Ich habe keine Zeit für dich, du Lappenauer. Nein. Nein, das Spiel ist Frust. Das ist mir doch jetzt mal alles scheißegal. Zack, Welt 4, tschüss. Wenn ich die Röhre treffen würde. Fick mich. Wow, damn, das war geschickt, das war gut. Ich bin richtig stolz auf mich. War natürlich eiskalt genauso gewollt. Na, wo geht's hin? Ich will da hoch, ich komm nicht da hoch. Ich kann nicht an die Ranke springen. Oh doch, jetzt geht's. Game over, bin ich vorhin nur gegangen, um euch diese Warp Zone zu zeigen. Aus keinem anderen Grund. Und die Warp Zone nehme ich nur, um euch zu zeigen, dass es sie gibt. Genau. Nein! Oh!
Ja, genau. Ich spring genau zwischen die beiden Goombas. Genau. Ich glaub's auch. Ein Stern? Ich hätte gern einen Pilz. Ich meine, den Stern nehme ich auch. Nee. Ich will das Spiel doch bloß durchspielen, um am Ende eine sinnvolle Bewertung abgeben zu können, um zu sagen, yo, das Spiel macht Spaß und ist überhaupt nicht frustrierend. Verpiss dich, Lakito, du hast mal gar nichts zu melden hier. Komm, 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 komm. Sei ein guter grüner Pilz. Ja! One-up. Ich nehme auch den roten Pilz mit. Super. Super, Mario, super. Das war jetzt nicht so super. Das war eher so, Mario. So ein Pilz finde ich geil. Ich könnte jetzt echt Pilz gebrauchen. Guck mal gleich nach im Kühlschrank, ob ich noch eins habe. Haha, so Flachwitz. Ja, nicht mal. Ihr seid Kackpilze. Ihr seid Kack. Goomba. Pilze. Ja, ja, siehste? Das passiert mir auch andauernd. Armer Cooper. Ich bin ja ganz auf seiner Seite. Ich sympathisiere total mit ihm. Boah, ein Traum, dieses Spiel. Jetzt kommt 8-3. Ich weiß genau, dass das nichts wird. Ich werde gleich das gesamte Spiel nochmal spielen müssen. Nein, nein. Na, 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 na. Okay, hier. Ja! Na! No! Nach links, nach links, nach links! Und ich hab leider... Die werden so easy mit einer Feuerblume. Was soll denn der Käse? Wenn er springt. Wenn er springt, renne ich nicht dadurch. Nee, ich muss das anders machen. Wenn er springt, ist eine. Genau, jetzt! Ja! Ja! Nein! Nein! Du miese Drecksau! Nein! Das Spiel ist scheiße. Ich speedrun den Shit jetzt aus diesem Game. Naja, fast. Na, nein, nein, nein. Okay, ich speedrun das nicht. Ja, großartig. Welt 8, da bin ich wieder. Nein, ich habe jetzt nicht schon die Feuerblume verloren? Echt jetzt? Soll das ein Scherz sein? Und er springt schon wieder genau zwischen die beiden Goombas. Warum? Ich sag gar nichts dazu. Ich sag einfach gar nichts dazu. Ich sag gar nichts dazu. Ja komm, diesmal nehme ich den aber mit. Komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was war das denn jetzt? Ja, jetzt nimm den Kacke! Ah! Okay, warum? Was in aller Welt? Ja, dann halt einfach nicht. Ich kann das Spiel auch ohne. Ohne alles. Ich kann das Spiel mit verbundenen Augen durchspielen. Ich bin ein Profi. Ich bin ein... Haha, ich bin groß. Haha, ich bin klein. Okay, jetzt aber. Ich bin ein Profi. Ich bin ein Super Mario Gott. Niemand kann mich stoppen. Seht diese gewaltige Zerstörungswut in diesen Pixeln. Nichts und niemand kann mich aufhalten. Nicht mal so ein Hammerbruder. Oder zwei. Die wämmen sich so weg, so bam. Das war der erste. Komm runter. Nicht ganz nach unten, nur so halb runter. Nur so in die mittlere Etage. Super. Dann bämse ich den auch weg. Dann... Ah, was? Ich bin einfach abgerutscht. Ich bin einfach eiskalt abgerutscht. Ich erledige jetzt den ersten. So, dann kommt der zweite jetzt bitte in die mittlere Etage. Nicht ganz nach unten, das wäre kacke. Bäm. So, jetzt vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Dann holen wir uns den Pilz.
Und dann geht die Scheiße weiter hier. Gucken wir gleich bei der zweiten Doppelhammerbruder-Truppe, ob sich da nicht zufällig, nur rein zufällig, auch eine Feuerblume befindet. Also ein Pilz, also eine Feuerblume. Also hier so? Nein? Irgendwo anders? La 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 la. Jetzt geht es rund. Oh. Jetzt geht es rund. Jetzt geht es rund. Hier, hier, hier. Jetzt bin ich unstoppable. Die nehme ich noch mit. Ja, der Abgrund hält mich auch nicht auf. Easy. Ich habe auch keine Panik jetzt. Buh. Ganz, ganz einfach. Ich sage ja immer, einfach die Nerven bewahren. Das Spiel ist gar nicht so schwer. Und das Schlimme an diesem Castle ist, dass es hier ein bisschen wie ein Labyrinth ist. Man muss einen bestimmten Weg nehmen, den ich jetzt natürlich nicht im Kopf habe. Ich glaube, ich muss hier direkt rein. Achso, ja, ich muss da hoch. Genau, in die Röhre da oben. Komme ich jetzt in die Wasserwelt? Nee, tue ich noch nicht. Muss ich hier rein? Aha, ja, ich glaube ja. So, alles irgendwie noch so aus dem Gedächtnis, was ich irgendwann mal... Ich bin ja ein Profi in Super Mario Bros. Ich kenne ja alles, ich kenne alles. Gar kein Problem. Okay, das war nice. Nein, 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 nein! Ja! Ich bin viel größer als du, Peach! Thank you, Mario! Your quest is over! We present you a new quest! Nein! Oh. Das, liebe Leute, war ganz easy. Super Mario Bros. Ein super gutes Spiel. Grundsätzlich als eines der ersten NES-Spiele damals, auch bis heute ungeschlagen. Eines der Spiele, die man eigentlich immer und immer wieder spielen kann. Und einfach eines der einflussreichsten Spiele aller Zeiten. Und für die gesamte Welt das Spiel, das Mario berühmt gemacht hat. Ich kann nichts anderes sagen als super Spiel und ich freue mich, mit diesem Spiel meine NES-Review eingeleitet zu haben. Jetzt gibt es zum Schluss nochmal eine kurze Bewertung über diverse Punkte und dann ist das Video vorbei. Super Mario Bros. Damals so wie heute eines der besten Spiele überhaupt. Es ist ein recht kurzes Spiel, was auch nicht besonders tragisch ist, da es auch für geübte Spieler gerne mal herausfordernd sein kann. Ich kann nur in wenigen Punkten meckern. Einer davon ist Toad. Toad ist dein Arsch. Da kann ich nur sagen, danke Mario, aber deine Bewertung ist in einem anderen Review. Hä, nee, Scherz, kommt jetzt. Optisch ist das Spiel ansprechend und auch heute noch hübsch anzusehen. Leider gibt es nur wenig Abwechslung, weshalb es von mir 7 von 10 Pilzen gibt. Die musikalische Untermalung ist nahezu perfekt und jeder Track ist ein wahrer Ohrwurm. Da es nur wenig verschiedene Themes gibt, verleihe ich der Musik 8 von 10 Feuerblumen. Das Gameplay ist in allen Punkten super. Die Steuerung ist flüssig und intuitiv, das Spiel ist sehr kurzweilig und ist vom Schwierigkeitsgrad perfekt ausbalanciert. Dafür gibt es von mir 10 von 10 Sternen. Insgesamt sind das stolze 25 von 30 Punkten, die Mario in seinem ersten NES-Abenteuer ergattern konnte. Super Mario Bros., ein Spiel, mit dem man einfach nichts falsch machen kann und in keiner NES-Sammlung fehlen darf. Push-Button B to select a world. Cool, ich wollte schon immer noch mal in Welt 8. Geil, Welt 8! Nee, fickt euch. Auf keinen Fall.